Und die Europäische Union muss hier auch mehr tun. Es gibt ja auch Klagen wegen sozusagen Dinge, die in der Justiz nicht dem Rechtsstaat entsprechen und Ähnlichem. Und die neue Kommission hat zum Glück endlich nach dieser Roadmap, die ich 2014, die Roadmap gegen Homophobie, durchs Europaparlament gebracht habe, endlich jetzt eine Strategie begonnen zu bearbeiten. Mit der Equality-Kommissarin Helena Dalli, die hier eine große Unterstützerin ist. Und da steht jetzt wirklich die ganze Kommission dahinter. Und ich hoffe wirklich, dass sie da viel auf den Weg bringen, um auch der polnischen Bundesregierung, aber auch den diversen Gemeinden, die da sozusagen LGBTI-freie Zonen auf einmal deklarieren in ihren Städten. Ja, dieses, und das auch ganz populistisch missbrauchen, um einfach Wahlkämpfe zu gewinnen und um hier Hass zu schüren gegen Menschen, die ja angeblich anders sind. Aber wir sind nicht anders. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch. Und deswegen super, dass du das machst und alle, die dich dabei unterstützen. Und ich hoffe, dass alle, die hier ein- und ausgehen, das auch mitnehmen und dann auch beginnen, darüber nachzudenken, warum es Diskriminierung nicht geben darf. In der EU, das heißt aber auch nicht in Polen. Danke.